So, hallo und herzlich willkommen hier zu unserem zweiten Tutorial auf diesem Kanal, Megacom Tutorial. Letztes Mal haben wir den Minecraft Forge installiert. Heute geht es weiter mit einem weiteren Mod, Inventory Tweaks. So, was bringt euch dieser Mod? Dieser Mod ersetzt euch Werkzeuge in eurer Schnellauswahl, wenn sie kaputt gehen. Ihr müsst aber das gleiche Werkzeug noch in eurem Inventar haben. Das gleiche funktioniert auch mit Blöcken. Und durch Drücken der Taste R sortiert ihr euch den ganzen Inventar durch. Und das gleiche geht im Singleplayer als auch im Multiplayer-Modus. So, fangen wir mal an. Wir öffnen das Internet und geben folgenden Link ein, wie immer in der Beschreibung. So. Dann sehen wir hier die Seite von dem Mod, ein paar Informationen hier, wie das aussieht, wenn man R drückt. Dann sortiert er alles. Und hier klicken wir dann drauf, 1.4.7, werden wir auf AdFly weitergeleitet. Dann warten wir 5 Sekunden und klicken dann auf Werbung überspringen. Und dann sehen wir schon, das wird schon runtergeladen. So, wenn das runtergeladen ist, wollen wir das mal auf den Desktop ziehen. So, jetzt öffnen wir wie immer. Prozent, App, Data, Prozent, machen Schuss und gehen hier auf Punkt Minecraft. Da wir beim letzten Mal Forge installiert haben, geht die Installation jetzt eigentlich ganz einfach. Wir gehen einfach nochmal zurück. Hier bei Mods klicken wir drauf und fügen hier jetzt die ZIP-Datei vom Mod einfach hier rein. Und dann ist das Ganze schon geschehen. Das war das ganze Hexenwerk und jetzt gehen wir auf den Ingame-Part über. Bis gleich. So, hallo, jetzt sind wir wieder da. Hier unten im Ingame-Part sehen wir jetzt in Minecraft hier, dass 4 Mods geloadet sind und 4 aktiv sind. Das letzte Mal waren es 3. 3 sind allein von Forge. Wenn wir jetzt hier auf Mods klicken, sehen wir hier ganz unten Inventory Tweaks 1.0. Also sehen wir, okay, den Mod hat's installiert. Jetzt habe ich hier mal was vorbereitet. Da gehen wir gerade mal rein. So, jetzt nochmal alles zur Demonstration. Das funktioniert jetzt so, wenn wir hier den Sand mit der Holzschaufel abbauen wollen. Was wir jetzt mal hier schnell machen. Dann sehen wir jetzt, okay, die Schaufel wurde ersetzt, weil wir hier noch eine drinne hatten. Das gleiche funktioniert auch mit einer Holzspitzhacke oder mit einer Axt, mit allen Werkzeugen. Hier nochmal, da unten, hier ist nochmal eine Holzspitzhacke. Die unten ist fast kaputt. Bauen wir das hier mal gerade schnell ab. Das dauert jetzt halt ein bisschen. Und dann sehen wir auch, dass die gleich ersetzt wird. Achtung, jetzt kommt es dann gleich. Seht ihr, jetzt unten hat es das gleich ersetzt. Hat sich die da gleich darunter gesprungen. Und das Ganze funktioniert auch, wenn wir Blöcke setzen wollen. Wenn wir jetzt hier einfach mal 16 in der Schnellauswahl haben, 48 hier noch oben drinne und wir bauen die 16 hin, sehen wir, jetzt haben wir noch einen, wenn wir den setzen, kommen die 48 gleich runter. Das geht auch mit Goldblöcken, das geht mit allen Blöcken, mit Slabs, mit allem geht es. Hier auch wieder 48 oben drinne und jetzt sind sie auch hier. Das geht eigentlich ganz schnell, kann man dann unverbindlich gleich weiterbauen. So, und das, wenn wir jetzt hier, habe ich noch ein paar Sachen reingetan, zum Sortieren, zur Demonstration vom Sortieren, wenn wir die hier jetzt alle oben reintun und drücken dann die Taste, so, und drücken dann die Taste R, sortiert er alles. Da kommen am Anfang Werkzeuge und Schaufeln und Rüstungen und so. Und später kommen dann hier Blöcke und ganz am Schluss Tränke und so weiter. Das ist dann halt eine bestimmte Anzahl, bestimmte Reihenfolge von der Ordnung. So, das war's mit diesem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Über ein Abo würden wir uns freuen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!